Teil 2. Strohtheorie. Darmstadt vom Schloss ist übrigens auch nicht aus Stroh, aber ist irgendwie schon nachhaltig, weil es ja schon eine Ecke steht. Kann man vielleicht auch als nachhaltig bezeichnen. Gute Architektur ist haltbar. Haltbar. Ja. Ich meine, Schloss wird man nie abreißen, was einfach ein Wahrzeichen ist. Lasst uns mehr Wahrzeichen bauen. Und die mit Strohdämmen. Strohtheorie Teil 2. Teil 1 haben wir schon. Teil 2 sind die Konstruktionsarten. Ah, ist das langweilig. Also die Konstruktionsarten. Stroh als Dämmung. Nicht lasttragend. Das heißt, die Konstruktion kann alles sein. Das Schloss könnte die Konstruktion sein. Und wir klatschen da jetzt 36 cm Strohballen dafür. Würde man natürlich nie machen. Man kann einen Stahlbau kann man dämmen. Man kann die tragende Konstruktion kann Holz, Stahl, Mauerwerk, das kann alles sein. Als zusätzliches Material, das Dämmmaterial, benutzt man eben Stroh. Als Dämmmaterial. So ist es. Und es gibt zig verschiedene Arten, die Konstruktion auszubilden und dann die Konstruktion zu dämmen. Hier in der Übersicht sieht man verschiedene Arten und Weisen und ich beschränke mich da eigentlich erstmal nur auf drei, weil ich die auf der Reise auch gesehen habe oder mitgemacht habe und live erlebt habe. Die Übersicht hier ist von Benjamin Krick, der hat in Darmstadt auch ein Haus gebaut. Ich habe die mal geklaut. Vielen Dank dafür, ungefragterweise. Ich habe gefragt, aber nie eine Antwort bekommen. Da geht es eigentlich nur darum, dass er sieht, okay, es gibt einfach verschiedene Arten mit Stroh zu bauen und verschiedene Konstruktionsarten. Die hier dargestellte Dämmung ist die Außendämmung, Stroh als Außendämmung auf dem Bestandsgebäude zum Beispiel. Das habe ich im letzten Vortrag schon angesprochen. Eigentlich brauchen wir eine Lösung dafür, wie wir unsere Gebäude im Bestand dämmen. Die Darstellung hier, die habe ich von den Franzosen geklaut. Das ist eine Bestandswand und davor ist eine Holzkonstruktion gebaut, die stabilisiert das Stroh und zwischen diese sind ganz einfache, schmale Holzstreifen, weiß ich, 2x10 cm oder so. Und dazwischen werden die Strohballen geklemmt. Dann werden die Schnüre aufgeschnitten, dann expandiert das und die Ballen sind zwischen den Holz eingespannt. Das sieht man jetzt hier beim nächsten Foto. Das sind liegende kleine Ballen. Die werden zwischen die Holzständer eingeklemmt. Wenn der Ball ein bisschen kleiner ist, wird da noch so ein Flake reingeschoben. Dann werden die Schnüre aufgeschnitten und dann ist das fest. Die Fensteranschlüsse, in dem Fall sind das jetzt USB-Platten, die wurden so angeschrägt, damit das Licht besser reinkommt, weil da ja immerhin 36 cm Dämmung davor kommt. Die Mauer, die füllt man dann so auf, bis sie zu ist. Dann öffnet man die Schnüre und die ganze Oberfläche wird nochmal glatt rasiert mit einer Heckenschere oder einer Kettensäge oder was man halt da gerade hat. Dann ist es eine glatte Oberfläche, die man verputzen kann. So einfach ist es. Das habe ich im Rahmen von einem Seminar gemacht, da waren ein paar Leute da und da kann man dann auch mal ein Bierchen am Lagerfeuer trinken. Das Schöne am Strohballenbau ist, dass das wie so eine Community ist. Und man hilft sich so gegenseitig. Das habe ich so... Gibt es das nicht. Es gibt keine normalen Baustellen hier, zum Beispiel da. Wenn ich da mal so kurz rüberschwenken darf. Da wird der Platz gerade saniert. Da würde jetzt keiner auf die Idee kommen,
da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, da mitzuhelfen. Der Bürgermeister sagt, hey, wir bauen jetzt hier in Darmstadt einen neuen Platz und wir haben einfach nicht genug Geld. Da kommt jetzt so jeder vorbei und jeder Bürger muss 3 Platten verlegen. Eine Community-Baustelle. Das ist eine schöne Idee, vielleicht machen wir das mal. Und beim Strohballenbau gibt es eben diese Workshops und Kurse und da sind ganz viele Leute, die sich für auch alternative Lebensweisen interessieren und die packen auch gerne mal mit an und dann gibt es diese Workshops, teilweise kosten die viel Geld, das sind dann Seminare, wo wirklich Wissen vermittelt wird oder es gibt Baustellen, wo man als Volunteer arbeiten kann und gegen Kostenlogie da mithelfen kann und so die Erfahrung sammelt, wie so ein Strohballenbau funktioniert. Und das ist nett, es macht Spaß mit Leuten zusammen in der Gemeinschaft ein Haus zu bauen und es macht auch Spaß, ein Seminar zu besuchen, wo man ein reales Haus baut. Und die Stimmung auf den Baustellen, wo ich war, war eigentlich auch immer ganz schön. Das ist schon was Einzigartiges. Das gibt es nur so beim Strohballenbau. Hat jetzt nichts mit der Außendämmung zu tun, aber da ist halt dieses schöne Lagerfeuerfoto und das steht für die schönen Erfahrungen, die ich letztes Jahr sammeln konnte. Weil die Menschen so toll sind, die Strohballenhäuser bauen. Ja, so ist es. Okay. So viel zum Thema Außendämmung mit Strohballen.